Der olympische Beachvolleyball-Wettbewerb am Eiffelturm oder das Ziel des Radrennens vor dem Schloss Versailles. Die französische Hauptstadt Paris hat wie erwartet grünes Licht für eine Bewerbung um die Sommerspiele 2024 gegeben und wird neben Boston und Rom Konkurrent für Hamburg werden. Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist von der Entscheidung begeistert. Ich bin sehr glücklich. Wir haben mit einer großen Mehrheit die Bewerbung von Paris beschlossen. Das ist ein großartiger, ein wunderbarer Moment. Wir haben uns lange ausgetauscht und jetzt können wir uns der Aufgabe voll hingeben. Damit geht ein weiterer großer Konkurrent für Hamburg ins Rennen um die Spiele. DOSB-Präsident Alfons Hörmann weiß, dass es für die Hansestadt alles andere als leicht wird, Olympia nach Deutschland zu holen. Es wird ein sehr starkes Bewerberfeld für 24 und auch für die dann folgenden Spiele jeweils geben. Insofern bleibt bei meiner Formulierung, gibt es die Spiele nicht auf dem Silbertablett. Man muss hart dafür arbeiten, muss perfektes Konzept erarbeiten. Und ich denke, mit Hamburg und Kiel sind wir auf gutem Wege und muss dann mit viel, viel Fleiß versuchen, Fehler zu vermeiden und viel Gutes umsetzen, um dann am Tag X einfach die Nasenlänge vorn zu sein. Bereits 1900 und 1924 war Paris Gastgeber der Olympischen Sommerspiele. Nach 100 Jahren Wartezeit soll nun also die dritte Auflage folgen.